Hallo, Freunde fantastischer Geschichten. Willkommen zu unseren drei fantastischen Büchern für den November 2021. In diesem Video stelle ich euch wieder drei interessante Romane aus dem Genre Fantastik vor, die alle im Oktober 2021 erschienen sind. Die Neugierigen unter euch finden alles weitere zu den Auswahlregeln unten in der Videobeschreibung. Mit dem ersten Buch verletze ich meine eigenen Auswahlregeln so ein bisschen. Oder tue ich es doch nicht? Der Prinz der Wüste stammt aus der Feder von Peter Ree Brett und ist am 11. Oktober im Heine Verlag erschienen. Der Roman umfasst 1008 Seiten und wird offiziell als siebter Band des Dämonenzyklus geführt. Aber ist er das wirklich? Schauen wir uns erstmal den knappen Klappentext an. Viele Jahre ist es her, dass die Welt unter den Dämonen der Nacht zu leiden hatte. Kein Mensch, kein Tier war sicher vor ihren Angriffen. Bis zu dem Tag, als mit Arlen Renner Jadir eine Schar von mutigen Kriegern und Magierinnen den Kampf gegen die Dämonen aufnahm. Seitdem herrscht Frieden. Doch dann dringen unheilvolle Gerüchte an ihre Ohren. Haben einige Dämonen überlebt? Eine neue Generation von Helden muss nun aufstehen, um sich der Furcht und der Gefahr zu stellen. Ja, der Dämonenzyklus begann 2009 mit dem Band Das Lied der Dunkelheit. In dieser Reihe wird eine Welt geschildert, in der jede Nacht Dämonen an die Erdoberfläche steigen und die Menschen töten. Erst als Arlen entdeckt, dass es Magie gegen diese dunklen Wesen gibt und den Kampf gegen sie aufnimmt, werden die Dämonen zurückgedrängt und im abschließenden Band 6 dann vernichtet. Ich habe alle 6 Bände als Hörbuch verfolgt und mir hat die Reihe gut gefallen. Ist der Band Der Prinz der Wüste jetzt wirklich ein weiterer Teil der Reihe? Nun ja, er behandelt dasselbe Thema und ist im weiteren Sinne eine Fortsetzung der Geschichte. Aber im Klappentext steht ganz klar, dass eine neue Generation von Helden sich diesen Herausforderungen stellen müssen. Ohne den Band gelesen zu haben, gehe ich davon aus, dass man diesen Roman, auf dessen Cover nirgends verzeichnet ist, dass es der siebte Teil einer Reihe ist, auch als Einzelband lesen und verstehen könnte. Der Verlag knüpft wohl nur deshalb an den Dämonenzyklus an, um den Verkauf der Geschichte zu erleichtern, und wahrscheinlich kann man viele Anspielungen nur dann verstehen, wenn man die vorherigen Bände gelesen hat. In den 6 Bänden des Dämonenzyklus konnte mich Brett auf jeden Fall durch seine Fantasie und Figurenbeschreibungen überzeugen, deshalb glaube ich, dass auch dieser Roman bestimmt lesenswert ist. Unser zweiter Roman ist ein Science-Fiction-Roman. Erde Null ist im Knauer Verlag am 1. Oktober 2021 erschienen. Das Buch der amerikanischen Autorin Micaiah Johnson umfasst 416 Seiten und heißt in der Originalausgabe The Space Between Worlds. Der ausführliche Klappentext des Buches. Stell dir vor, du kannst in andere Welten reisen, aber nur, wenn du dort bereits tot bist. Erde Null ist eine temporeiche Sci-Fi-Dystopie voller Parallelwelten, Varianten und die Frage, wer wir sind, wenn wir unser Schicksal selbst bestimmen können. Ausgerechnet ihre Herkunft, die ihr bislang immer im Wege stand, wird für die junge Kara zum Ticket in ein besseres Leben. Der charmante Wissenschaftler und Firmenmogul Adam Bosch sucht Menschen aus prekären Verhältnissen, denn er hat einen Weg gefunden, in parallele Welten zu reisen. Doch dieser Weg steht nur denen offen, die in der Parallelwelt bereits tot sind. Als Weltenspringerin soll Kara möglichst viele Informationen für Adam sammeln. Bei einem ihrer Sprünge begegnet sie jedoch einer Version von Adam, die als despotischer Herrscher die ganze Welt unterdrückt. Kann Kara Adam und dem, was er angeblich für die Erde Null plant, wirklich trauen? Die amerikanische Autorin Micaiah Johnson legt mit Erde Null einen Science-Fiction-Roman vor, der nicht nur mit detailliert und glaubwürdig ausgearbeiteten Parallelwelten, vielfältigen Charakteren und einer rasanten Story besticht, sondern fast nebenbei auch hochaktuelle Themen wie Diversity, Armut und gesellschaftliche Ausgrenzung behandelt. In diesem Roman ist mir als allererstes das Cover ins Auge gesprungen. Es ist wirklich gelungen, schlicht und gleichzeitig geheimnisvoll und will mich in die Mystik der Geschichte hineinziehen. Aber auch die Idee hinter der Geschichte scheint mir gelungen. Reisen in Parallelwelten ist ein bekanntes Konzept in der Fantastik. Aber hier bekommen wir den Kniff, dass die jeweilige Figur in der anderen Welt tot sein muss, um dorthin zu reisen.
Was uns nicht verraten wird, ist, was passiert, wenn ich versuche, in eine Welt zu reisen, in der ich noch nicht tot bin. Gelingt dann der Übertritt einfach nicht oder drohen schlimmere Konsequenzen? Das letzte Buch ist ein Fantasy-Roman mit klassischen Wesen. Das Zeitalter der Drachen ist am 27. Oktober im Fischer Tor Verlag erschienen und hat 416 Seiten. Die erfolgreiche deutsche Fantastikautorin Jenny Mai Nguyen wurde in München geboren, studierte in New York und lebt jetzt in Berlin. Der Klappentext des Romans. Drachen, Elfen und Zwerge und jede Menge Feuer. Der neue Fantasy-Roman von Bestseller-Autorin Jenny Mai Nguyen. Das Leben ist hart in Idras Horn. Alle paar Monate taucht ein Drache auf und belagert auf unbestimmte Zeit die Zwergenfestung. Die Bestie lauert stets auf eine bestimmte junge Frau, die von Geisterschatten gezeichnet ist. Niemand weiß, wen es als nächstes trifft, und die Versuchung ist groß, die Unglückselige einfach dem Drachen zu überlassen. Manch eine wählt sogar freiwillig den Märtyrertod, denn jede Belagerung bringt hohe Kosten für die Gemeinschaft mit sich. Als Nireka am Geisterschatten erkrankt, tut sie etwas, das noch keine Frau vor ihr getan hat. Sie verbündet sich mit einem Drachen, der geschworen hat, keine Menschen zu fressen. Gemeinsam suchen sie nach einem Weg, die Bestien zu bekämpfen. Der Schlüssel liegt in der Vergangenheit, denn Drachen waren einst etwas ganz anderes. Das Cover ist schlicht, aber der Titel lässt bombastisch-epische Fantasy vermuten. Auch die Geschichte, die im Klappentext offenbart wird, klingt richtig spannend. Mit Nireka bekommen wir bestimmt eine interessante Heldin, die ihr Schicksal nicht akzeptiert, sondern nach Lösungen sucht. Ebenfalls angedeutet wird ein Geheimnis, das tief in der Vergangenheit versteckt ist. Für mich als History-Fan bringt so etwas immer eine Seite in mir zum Schwingen. Ich habe wirklich Lust, dieses Geheimnis herauszufinden, dafür werde ich das Buch wohl lesen müssen. Das waren sie, die drei fantastischen Bücher für den November 2021. Gefällt euch eines der vorgestellten Bücher? Welche spannenden Romane habt ihr im Oktober 2021 für euch entdeckt? Erzählt mir gerne darüber in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch oder wenn ihr den Kanal abonniert. Besonders freue ich mich über eure Unterstützung auf Patreon, denn damit macht ihr Videos wie dieses möglich. Danke dafür! Ich wünsche euch immer genug Muße zum Lesen, euer Professor Fantasy, Dominik Schmeller.